Ja, herzlich willkommen ein neuliches Mal in der Akademie für Menschliche Medizin. Wir haben heute ein drittes Mal das Problem, uns mit den Mikronährstoffräubern auseinanderzusetzen. Und mein Partner ist natürlich, wer sollte es sonst sein, Uwe Gröber, der in diesem Thema voll drin ist. Und wir wollen schauen, welche zusätzlichen Medikamente noch kritisch für uns sind. Herzlich willkommen, Uwe. Ja, Jörg, liebe Grüße erstmal hier aus dem Lockdown, wie immer, seit Monaten, gefühlte Jahrzehnte in Essen. Und ja. Ich freue mich heute, wieder ein Seminar beizutragen zu dem Thema der Medikamente, die Störungen begünstigen in unserem Haushalt an essentiellen Nährstoffen. Und da wollen wir heute, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir die Säureblocker aufgeführt haben und auch einmal den Aspekt Vitamin D, einen Fokus legen eigentlich auf die Medikamente, die auch sehr häufig eingesetzt werden in der Medizin, und zwar die Medikamente gegen hohe Cholesterinwerte. Ja. Jetzt geht's weiter. Wir hatten ja gesagt, bereits beim ersten und zweiten Mal, dass die Zuwachsrate enorm hoch ist in den letzten Jahrzehnten bei der Anzahl der eingesetzten Medikamente. Und da hatten wir gesagt, vor allen Dingen ein Aspekt betrifft den Magen-Darm-Trakt, wo wir vor allen Dingen den Schwerpunkt gelegt haben auf die Säureblocker. Ja. Aber ein Aspekt, den haben wir noch nicht ganz genau beleuchtet, den Bereich Herz-Kreislauf. Und man kann sagen, eigentlich beim Thema Herz-Kreislauf sind mit Abstand die Cholesterinsenker vom Statintyp führend. Ja. Und die haben eine ähnlich hohe Verordnungsrate, kann man sagen, wie auch die Säureblocker im Bereich von 2 bis 3 Milliarden Tagesdosen. Das ist stramm, ja. Und auf diese Cholesterinsenker wollen wir heute einen Schwerpunkt legen, wo und wie diese Medikamente Störungen begünstigen können im Stoffwechsel, vor allen Dingen im Stoffwechsel unserer kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Ja, und das sind ganz klare Daten bereits seit 10, 12 Jahren, eigentlich noch länger, die zeigen, dass Statine schädigend wirken auf den mitochondrialen Stoffwechsel und dass sich das äußert bei Patienten beispielsweise in muskulären Beschwerden. Ja. Aber auch beispielsweise in der Abnahme der Hirnleistung, denn wir haben ja im zentralen Nervensystem eine enorm hohe Dichte an Mitochondrien. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass Störungen ausgelöst durch Statine eine Störung der Hirnleistung begünstigen. Alzheimer lässt schön grüßen. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, die machen direkt Alzheimer. Die machen das langsam. Man wird leicht dement, lässt leicht nach kognitiv und meistens denkt man, ja, der Mensch ist ja sowieso schon älter. Und ist eben nicht mehr so fit. Und das weitere Problem ist, wenn wir bei den Mitochondrien, den Zellkraftwerken bleiben, was Statine vor allen Dingen dann stören, beispielsweise, ist die Funktion der Bauchspeicheldrüse. Hm. Vornehm ausgedrückt auf Neudeutsch nennt man das Pankreas. Ja. Das heißt, Statine können über die Schädigung der Mitochondrien eine diabetogene Wirkung haben. Das heißt, ein Mensch, der dauerhaft Statine einnimmt, kann das Problem begünstigen, Diabetes mellitus zu entwickeln. Schön, hat er noch einen drauf. Also da kann man doch wunderbar ein Statin kombinieren mit einem Diabetesmittel und vielen anderen Medikamenten und der Patient ist versorgt. Also das nun mal ganz kurz vorneweg, was da alles auf uns zukommt. Und ich kann nur sagen, es ist grauenvoll in Bezug auf die Statine.
Aber Uwe, das Ganze dann auch vor dem Hintergrund der fraglichen Indikation von wegen Cholesterinspiegel, ne? Das sowieso, das wird ja schon seit Jahrzehnten diskutiert. Am liebsten wäre jetzt einigen Leuten, ganz das gesamte Cholesterin würden wir entsorgen. Tja. Wir wissen ja, dass Cholesterin beispielsweise für viele Substanzen im Körper ein Ausgangsprodukt ist, unter anderem für Vitamin D. Ja. Aber anscheinend hat sich das nicht rumgesprochen in der Schulmedizin. Tja. Wenn wir die Situation uns anschauen in unseren Altenheimen, ist das der Wahnsinn. Die Insassen der Altenheime nehmen mindestens am Tag 10 verschiedene Medikamente. Wahnsinn. Und meistens immer ein Statin. Klar. Wegen der Cholesterinwerte. Oh. Und während wir bei den ersten beiden Male die Medikamentengruppen hatten, der Säureblocker, der PPIs, wie Omeprazol und Metformin, werfen wir eben heute einen Schwerpunkt auf Medikamente wie Atorvastatin, die Statine. Und das ist die Vielzahl an Nährstoffen, die man einem Patienten unter einer solchen Medikation geben müsste, von Seiten der Krankenkasse. Und die er nicht selber zahlen müsste, ja, weil die Medikamente erhöhen da den Bedarf an diesen Nährstoffen wie Q10, Selen, Vitamin K2, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, zum Statin müsste der Patient mindestens 5 Arzneiergänzungsmittel bekommen. Damit das Statin besser wirkt und auch besser vertragen wird. Die Verordnungshäufigkeit hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, steigt immer noch. Und wir haben etwa ein Verordnungsvolumen vergleichbar mit dem der Säureblocker von 2 bis 3 Milliarden pro Jahr. Und man ist bemüht, nicht zu viele Statine einzusetzen bei älteren Menschen, also in der Altersklasse, wie du bist. Weil man nämlich weiß, letztendlich, die machen Probleme. Und das weiß man schon seit langem in den USA, wo sich auch die Verordnungsrate enorm erhöht hat. Von 8,8 auf 34%. Und in Deutschland zeigen aktuelle Analysen, Meta-Analysen, dass ein älterer Mensch von der Verordnung dieser Medikamenten, der Statine, keinen Vorteil hat. Ja. In Bezug auf seinen Allgemeinzustand. Trotzdem werden sie verordnet. Ja. Und die Pharmaindustrie freut sich. Haben wir doch schon immer so gemacht. Ja. Und das sind die Begleitstörungen, die auftreten können. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Verschlechterung des Allgemeinzustandes und Gebrechlichkeit. Was hältst du denn davon, wenn du mehr gebrechlicher wärst? Also wenn ich noch klappriger werde, du, dann kann man mich in die Kiste tun. Dann das wäre ganz schlecht. Wir brauchen dich noch, Jörg, immer. Bleib dran. Ja, deswegen. Also ich und ich glaube nicht, dass du unbedingt eine allgemeine Verschlechterung brauchst eines Zustandes, der Lebensqualität. Nee. Was vor allen Dingen dann ein Problem darstellt, ist eben die Störung der Hirnleistung, ja, was dazu beiträgt, dass die Rate steigt an Stürzen, die man ja gerade im Alter unbedingt gebrauchen kann, und dass man zur Behinderung neigt. Ja, also ist die absolute Katastrophe, wenn dieses Medikament mit der fraglichen Indikation alle diese Probleme verschlechtert, die uns im Alter, ich rede jetzt von meinen Altersgenossen, sowieso Probleme machen. Ja, also die Indikation sollte man ganz klar scharf stellen und nicht sofort aus dem heiteren Himmel ein Statin einsetzen und sollte das immer kritisch hinterfragen, genauso wie bei den Säureblockern.
Wir haben dazu 2018 in einer wichtigen Fachzeitschrift der internationalen Ernährungsmedizin einen großen Banner geschrieben, und zwar die Medikamente, die wir im Rahmen dieser Serie, Kursserie bei dir, vorgestellt haben, mal beleuchtet in Bezug auf Wechselwirkungen mit dem Mikronährstoffhaushalt. Und einige der Medikamente hatten wir ja schon, wie PPIs oder auch Metformin und eben auch die Statine. Dann ist ganz klar, Statine wirken ganz klar belegt in der Medizin schädigend auf die kleinen Zellkraftwerke in unseren Zellen. Und man weiß, dass vor allen Dingen die Zellkraftwerke sehr häufig vorkommen in Geweben mit einer hohen Energieleistung, wie der Leber, im Herzmuskel, im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, im Immunsystem. Und seit 2020 haben wir hochrangig publiziert und belegt, es existieren im Blut frei zirkulierend intakte Mitochondrien in einem Milliliter etwa 3,7 Millionen. Boah. Kraftstation. Damit wird klar, wenn eine Substanz, ein Medikament eine schädigende Wirkung hat auf den mitochondrialen Stoffwechsel, kann das enorme Auswirkungen haben. Ja. Und ich kann nur sagen, viel Spaß dabei. Es braucht ja kein Gewebe ausgenommen. Nein, man dachte bisher immer, die Mitochondrien wären gewebespezifisch. Und vor allen Dingen kommen sie sehr häufig vor in den Geweben des zentralen Nervensystems. Ja, das war dieses hier. In der Retina, im Riechkolben, im Herzmuskel, vor allen Dingen aber auch im Gehirn. Aber man weiß jetzt, hochrangig publiziert seit 2020, im Blut zirkulieren frei intakt etwa 3,7 Millionen. Starke Leistung. Und die sind eben auch wichtiger Faktor bei der Einschaltung des Immunsystems. Und da haben wir eine sehr hohe Neigung oder Verbindung beispielsweise mit dem Thema, von dem Sie vielleicht mal gehört haben, Corona. Ja, da war noch was. Und wie gesagt, dass die Statine ein Problem darstellen im mitochondrialen Stoffwechsel, wissen wir bereits seit 2001 mit dem Statin Cerevastatin. Lipo-Bei. Todesfälle, schwere Störungen der Muskelfunktion. Und aus dem Grunde wurde dieses Medikament aus der Statingruppe, Cerevastatin, vom Markt genommen. Und was die Statine begünstigen im Stoffwechsel unserer kleinen Zellkraftwerke, ist einmal eine Entkopplung der Elektronentransportkette. Was ist das? Die Elektronentransportkette ist ein Zug mit 4 Waggons. Denken Sie bitte an Jim Knopf. Und die 4 Waggons müssen alle ausreichend verschaltet sein, um von der Lokomotive gezogen werden zu können. Aber wenn eine Verbindung, beispielsweise vom Wagen 3 auf den Wagen 4, locker ist oder droht zu reißen, wird die Übertragung gestört und damit der ganze Zug, und damit kann man sagen, mehr oder weniger wird gefördert die Entkopplung der intakten Funktion unseres Zuges. Dann können die Statine die Membran der Mitochondrien, die sehr speziell ist, denn die Mitochondrien haben 2 Membranen, eine innere Membran und eine äußere, oxidieren. Und diese Oxidation nennt man Lipidperoxidation.
und führen dazu begleitend, dass das wichtigste Antioxidans in unserer Zelle und für das Immunsystem, das Glutathion GSH, entleert wird. Fritsch. Aber das ist nicht alles. Sie können darüber hinaus die Permeabilität, die Durchlässigkeit der Membran, der inneren und äußeren Membran, der Mitochondrien steigern, unter anderem für Calcium. Und wenn ihr zu viel Calcium einströmt in das Mitochondrium, dann geht das Mitochondrium kaputt. Ja. Dann wissen wir ja, unsere kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien, haben eine eigene DNA. Auch die kann gestört werden, weil die DNA der Mitochondrien wird kaum geschützt durch Eiweißkörper und hat keine Schutzkappen. Darum ist die mitochondriale DNA so anfällig für oxidative Schäden. Und dann können die Statine gezielt 3 von 5 Komplexen blockieren in der mitochondrialen Atmungskette. Vor allen Dingen den Komplex 1, 2 und 3 und zudem auch die Fettsäureoxidation, die Beta-Oxidation im Mitochondrium stören. Also wir haben eine Vielzahl von verschachtelten Mechanismen, die alle nur auf einen Weg führen und zum Ziel Schädigung des mitochondrialen Stoffwechsels. Einige Beispiele für schädigende Substanzen in dieser Atmungskette, Komplex 1 bis 5. 1 bis 4 ist die Atmungskette, 1 bis 5 ist die oxidative Phosphorylierung. Und der erste Komplex kann gehemmt werden durch eine Substanz, die man benutzt, um im Tierversuch Parkinson auszulösen. Wenn man Mäusen oder Ratten MPTP gibt, löst man damit aus Parkinson-ähnliche Symptome und setzt diese Substanz immer noch ein, um zu testen, welche Medikamente könnten helfen bei der neurodegenerativen Erkrankung. Und ein Medikament, was wir eine lange Zeit lang eingesetzt haben zur Therapie von Diabetikern, das Fenformin, sehr lipophil, eine sehr hohe Neigung einzudringen in die Mitochondrien, muss man bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Markt nehmen, aufgrund einer fatalen Wirkung und zahlreiche Todesfälle. Und der Komplex 1 kann eben auch gehemmt werden durch Substanzen wie Atorvastatin, Simvastatin, also Medikamente, Arzneistoffe aus der Gruppe der Statine. Welche Organe sind vor allen Dingen davon betroffen? Logisch, Organe mit einer hohen Mitochondriendichte, wie unser Chemiekraftwerk, die Leber, die Nieren, das Pankreas, der Herzmuskel und vor allen Dingen das zentrale Nervensystem. Und in all diesen aufgeführten Organen haben wir eine sehr hohe Dichte an Mitochondrien. Und wir haben das dargestellt, jetzt ganz aktuell, kommt demnächst raus, neu aufgegriffen in neuen Auflage Arzneimittel als Mikronährstoffräuber, wo diese Zusammenhänge dargestellt worden sind für Otto-Normalverbraucher, nicht für Fachleute. Sehr schön, ja. Also wir möchten explizit, dass nicht der Fachmann das Buch liest, sondern der Verbraucher. Aber meistens ist es so, weil das einfach geschrieben ist, liest es der Fachmann. Ja. Und das Thema, welche Nährstoffe gestört werden können im Haushalt durch Statine, wollen wir uns jetzt mal genau anschauen mit der Lupe. Die Statine wirken ja cholesterinsenkend
indem sie eingreifen in die Mevalonat-Synthese und das Enzym HMG-CoA-Reluktase hemmen. Dadurch bildet quasi der Stoffwechsel weniger Mevalonat. Aus Mevalonat bildet er normalerweise ein Produkt, ein C5-Baustein, Isopentenylpyrophosphat. Das geht dann weiter zum FPP, Farnesylpyrophosphat. Dann auf der einen Seite zum Squalen und dann in Bezug auf die Bildung von Cholesterin. Und wenn das Statin das Enzym hemmt, sinkt automatisch der Cholesterinwert. Und darum sind die Medikamente so erfolgreich in der Therapie von Fettstoffwechselstörungen. Aber sie haben eben auch die Synthese von Coenzym Q10, vornehm ausgedrückt des Ubiquinons. Sie haben die Synthese des Minaquinons, des Vitamin K2, und interferieren auch, wie gezeigt worden ist, im Lancet 2004 mit dem Haushalt der selenabhängigen Proteine. Fangen wir an mit dem Q10, einem wichtigen Stoff vor allen Dingen für die Vitalität im Alter. Mit der zunehmenden Abnahme an Q10 im Alter steigt die Anfälligkeit für Erkrankungen. Man könnte sagen, Coenzym Q10 ist einer der wichtigsten Nährstoffe für die Funktionsfähigkeit unserer kleinen Energiekraftwerke. Und wenn wir das Bild uns nochmal anschauen, sehen wir eben hierbei, indem wir die HMG-CoA-Reduktase hemmen, also das Enzym, was Cholesterin bildet, hemmen wir eben nicht nur Cholesterin, sondern auch eben Q10. Das heißt, wenn man ein Statin verordnet, sollte man den Patienten empfehlen, begleitend Coenzym Q10 einzunehmen oder am besten aufschreiben. Ja, es wird in die Packung gehört. Das brauche ich im Doppelpack verkaufe. Ja, eigentlich müsste man fix ein Statin kombinieren mit Q10. Und es gibt einige Länder, die haben sogar fix kombiniert ein Statin mit Q10. Also, warum nicht Deutschland? Ja. Das liegt daran, dass wir alles besser wissen. Ja, noch besser wäre es, den Cholesterinspiegel nicht über diesen Weg zu senken. Ne? Ja. Als Alternative vielleicht durch Veränderungen des Ernährungsverhaltens, aber darüber wollen wir nicht sprechen heute. Nein, da sprechen wir nie drüber. Das Thema ist nicht so attraktiv. Nee, ist nicht attraktiv, ist außerdem sehr schwierig umzusetzen und nicht sehr schnell in der Wirkung. Und ich möchte nur mal zeigen, quasi, hier haben Sie die ersten drei Komplexe, 1, 2 und 3. Alle drei Komplexe brauchen für ihre Funktionsfähigkeit Coenzym Q10, damit die Lampe oder die Birne brennt. Ja. Und Statine können eben stärkere Störungen auslösen im Coenzym Q10-Haushalt. Und zwar hochrangig publiziert in hochrangigen Fachjournalen des Bluthochdrucks. Und auch schon seit 20 Jahren bekannt oder noch länger, wie stark der Einfluss ist des Statins auf den Coenzym-Q10-Spiegel, aber auch das Alter. Jetzt kommt das Alter hinzu. Ja. Neben der Wirkung des Statins, im Alter fällt sowieso der Q10-Haushalt ab in Organen wie im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse. Und wenn wir hier oben drauf setzen noch ein Statin, ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass Statine diabetogen wirken. Dann geht es abwärts mit uns.
Also noch geht es nicht so schnell abwärts, bleibt bei uns. Ja. 2008 im New England Journal of Medicine an 300.000 Patienten etwa wurde ganz klar gezeigt, ein erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus um 27% unter Rosuvastatin. 2012 an über 150.000 Frauen postmenopausal ein 48% erhöhtes Risiko für Diabetes. Das ist hinlänglich bekannt, aber in der Schulmedizin wird der Zusammenhang nicht gelernt. Und da wird gesagt im Endeffekt, das ist alles nur Verkaufmacherei, Geldmacherei und Statine wirken eigentlich nur wunderbar, machen keine Störung im Q10-Haushalt. Glücklicherweise haben wir hier eine Arbeit aus dem Jahre 2018. Das ist jetzt 4 Jahre her. Eine Meta-Analyse der wichtigsten Instanz im Bereich Herz-Kreislauf. Der American Heart Association. Und die beschreibt ganz klar die Störungen in Bezug auf die Muskulatur und die Funktion in der Muskulatur der Mitochondrien kann unter einer Statintherapie reduziert werden, unter der begleitenden Gabe von 100 Milligramm bis 600 Milligramm Coenzym Q10. Die höchste Instanz im Bereich Herz-Kreislauf, da haben wir nichts zu sagen hier in Deutschland. American Heart Association. Aber muss man halt lesen. Ne? Dafür ja, lesen fällt schwer in Zeiten eines Handys und online. Es ist, man kann sich beispielsweise anmelden als Gast im Hotel und versucht 4-mal seinen Namen zu buchstabieren. Und man bekommt immer noch eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie, Herr Krüger, am nächsten Wochenende. Ja. Es ist zum Kotzen. Wir haben eine Zeit ins Leben gerufen, die jetzt kommt. Es ist der Wahnsinn. Kommen wir zu einem Nährstoff, der sehr beliebt ist in Berlin, in der Charité. Und der auch sehr beliebt ist in China. Und der bereits bemerkt wird 2017 als ein Problemfaktor von Seiten der Universität Zürich. Der vor allen Dingen zum Problem wird mit anderen Mineralstoffen durch den zunehmenden Klimawandel. Und 2004 wurde gezeigt, dadurch, dass Statine auch den Haushalt der selenabhängigen Proteine stören, können Störungen auftreten wie Muskelbeschwerden. Nochmal. Also hier sind wir quasi nah dran an Isopentenylpyrophosphat, dem IPP, und nicht beim Farnesylpyrophosphat. Hier haben wir das Isopentenylpyrophosphat. Und das ist wichtig als ein Vorläufer bei der Bildung von selenabhängigen Proteinen. Und wenn die gestört werden, begünstigt das Störungen der Muskelfunktion. Beschrieben, wie gesagt, 2004 im Lancet, nicht in der Bild-Zeitung. Ja, wäre besser. Und im European Heart Journal 2015 ist die Störung im mitochondrialen Stoffwechsel ganz klar definiert und beschrieben. Diese Arbeit wird konsequent ignoriert von Seiten der Schulmedizin. Die Europäische Herzgesellschaft, Atherosklerosengesellschaft, beschreibt hier in einem Standpunktpapier, wie man Muskelbeschwerden unter einer Statintherapie reduzieren könnte. Und zwar haarklein genau und auch vor allen Dingen die Störung im mitochondrialen Stoffwechsel.
Dann kommen wir zum Vitamin K2, den Menaquinonen. Auch die Synthese der Menaquinone, nicht nur der Ubiquinone, kann gestört werden durch ein Statin. Beide Gruppen werden gebildet im Mevalonat-Stoffwechsel. Also jetzt haben wir hier schon drei Kameraden, Q10, K2, Selen, aber wir senken immer noch Cholesterin. Super, ne? Ja. Und nehmen die Begleitstörungen in Kauf. Und welche sind das jetzt in Bezug auf Vitamin D und K2? Ja. In Bezug auf Vitamin K2, die Menaquinone, sind das zahlreiche Funktionen, die gestört werden. Einmal eine Störung im Haushalt des Knochens. Ich weiß gar nicht, brauchen ältere Menschen Knochen? Ja, wenn ein Waggeli hast, kannst du mit dem Waggeli schieben, brauchst du keine Knochen. Vielleicht mehr. Auch Muskulatur. Im Endeffekt im Alter sich zurücklehnt, der ist nah dran am Sensemann. Ja, absolut. Und das MK7, das Menaquinon 7 beispielsweise, hat eine Vielzahl von Funktionen, die ja alle angedeutet sind im Bereich des Pankreas, im Bereich des Gehirns, im Bereich des Herzmuskels, im Bereich des Immunsystems und auch vor allen Dingen seine Rolle in der Tumorprävention. Das passt ja dann auch sehr schön zu den zunehmenden Tumorzahlen. Das heißt also, auf der einen Seite gebe ich was für das Herz, auf der anderen Seite mache ich die vielen anderen Krankheiten. Ja, wir bleiben immer dran, ne? Nachhaltig arbeiten. Nachhaltig. Dann haben wir eine Arbeit aus dem Februar 2021, also vor ungefähr einem Jahr. Die zeigt was Komisches. Statine begünstigen Mikroverkalkungen. Oh. Schön. In den Plaques, die zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Und die sind vor allen Dingen verbunden mit Entzündungen, ja, und stören vor allen Dingen auch, weil sie eine ähnliche Physiologie aufweisen wie der Knochen, die Entwicklung und Integrität unseres Skeletts. Und man konnte vor einem Jahr zum ersten Mal nachweisen, dass man, wenn man K2 begleitend zum Statin supplementiert, kann man den Prozess der Mikroverkalkungen reduzieren, ja, und verlangsamen. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit aus dem letzten Frühjahr mal kurz hier dargestellt. Das unterkalkulierte Osteokalzin ist ein funktioneller Parameter des Vitamin K2-Mangels. Ja. Denn Vitamin K2 muss ja karboxylieren, Proteine und andere Substanzen in unserem Körper. Und das Osteokalzin ist ja ein Protein für den Knochenhaushalt. Und das unkarboxylierte Osteokalzin ist schlecht. Und der Anteil am unkarboxylierten Osteokalzin steigt hier beim Statinanwender. Und nicht nur das, auch ganz klar sieht man hier, dass Störungen auftreten können im Haushalt der Blutgerinnung des INR-Wertes, was ja auch sehr schön passt zum Vitamin K. Dann hatten wir im Herbst 2019 eine schöne Arbeit, eine Studie 2019, also direkt vor Corona. Aus dem Grunde wird die Studie nie irgendwo erwähnt. An 350.000 Patienten aus Österreich von Herrn Leutner, dass eine Statineinnahme dazu führt, der Körper wird kleiner.
Und das mit der Höhe der Dosierung, das Risiko steigt für eine Fraktur. Ja. Also Statine hatte man bereits diskutiert, jahrelang, ob da vielleicht eine Störung wäre im Knochenhaushalt. Aber ganz klar jetzt gesehen durch die Arbeit von Leutner in Wien, dass Statine eine sehr hohe Neigung haben, den Knochenhaushalt zu beeinträchtigen. Und wieder ein hausgemachtes. Ja, und wieder ein Hausproblem. Ja. Postmenopausalen Frauen, da sollte man unter einer Statintherapie in jedem Fall auch begleitend an K2 da bedenken, den Vitamin D-Haushalt kontrollieren und normalisieren und auch andere knochenwirksame Mikronährstoffe. Also ein Monitoring wird hier sogar von der Arbeitsgruppe empfohlen. Ja. Wird aber kaum umgesetzt in der Praxis. Ja, alten Frauen haben doch alle Osteoporose, was soll's. Ja, wäre ja blöd, wenn immer eine ist ohne Osteoporose. Ja. Und dann kommen wir zu unserem Vitamin D. Von dem hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, da war doch was, ja. Da war irgendwas, ne? Und man weiß im Endeffekt ganz klar, was viele Ärzte ihren Patienten gar nicht sagen. Wenn sie ihren Vitamin-D-Haushalt verbessern, wirkt das Statin besser. Toll, ne? Schön, ja. Die Wirkung des Statins auf den Fettstoffwechsel wird durch Vitamin D verbessert, aber auch die Nebenwirkungen in Bezug auf muskuläre Beschwerden. Durch einen guten Vitamin D-Status oberhalb von 30 Nanogramm pro Milliliter reduziert. Tja. Was kostet Vitamin D am Tag? Ein paar Cent. Ein paar Cent, ne? Und was kostet ein Statin? Und das sollte man mal abwägen. Und wir sollten uns abgewöhnen, den Vitamin D-Status in Deutschland zu beschreiben als Grenzwert von 20 Nanogramm pro Milliliter, den die DGE als adäquat ansieht. Das ist vollkommener Schwachsinn und längst weit widerlegt. Ja. Unter anderem auch durch das UKE in Hamburg. Wie lange wollen wir noch den Blödsinn Leuten erzählen, ein Vitamin D-Wert wäre gut von 20? Das wäre adäquat. Nein, 30 oder mehr wäre gut und am besten ein Wert von mindestens 40. Ja, absolut. Und bereits vor ewigen Zeiten, 2015, gab es zahlreiche Arbeiten um den Herrn Glück. Ich glaube, auch schon mal vorgestellt am Kongress, dass ja, eben die Nebenwirkung auf die Muskulatur durch die Gabe von Vitamin D nebenwirkungsfrei komplett aufgehoben werden können. In bis zu 95% der Fälle. In einem Fachjournal aus Amerika für Medizin. Und Patienten draußen erfahren davon gar nichts. Null. Und was dann noch der Patient bekommen sollte von seinem Arzt oder von seiner Krankenkasse, ist ein Rezept, mit dem ihm die Kosten übernommen werden, für Omega-3-Fettsäuren. Tja, das wäre ein Segen. Und da haben wir eine peinliche Studie für die Schulmedizin im Herbst 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man behauptet, in der Schulmedizin, ja, Omega-3-Fettsäuren haben keinen Effekt auf Herzmuskel und auf die Blutfette. Omega-3-Fettsäuren begünstigen ja eher Vorhofflimmern. Da muss man sich genau anschauen, welchen Status ein Patient hat in Bezug auf solche Nebenwirkungen. Und dann kam die Studie raus, wo man Omega-3-Fettsäuren gegeben hat in der Intervention im wichtigsten Fachjournal der Schulmedizin, im New England Journal of Medicine, nicht in der Bild-Zeitung.
Und zwar hatte man eine Studie gemacht an überwiegend Diabetikern, etwa 8000 Patienten, und die bekamen neben dem Statin begleitend ein Produkt mit Omega-3-Fettsäuren, 4 Gramm EPA pro Tag oder Placebo. Über einen Interventionszeitraum von nahezu 5 Jahren. Wie gesagt, bis dato hatte man behauptet, nee, Omega-3-Fettsäuren wirken nicht. In Bezug auf Herz-Kreislauf. Vitamin D hat ja auch keine Wirkung. Warum sollen denn Omega-3-Fettsäuren wirken? Und hier ist genau die Dosis wieder, ne? Zweimal. Genau die Dosis. Ja. Vielleicht sollte man sich auch orientieren bei der Dosis auch parallel zum Vitamin D. Ja. Ab 4000 Einheiten pro Tag wird es beim Vitamin D interessant. Ja. Aber nicht bei 400 Einheiten. Für kleine Kinder. Bis 200 Einheiten hatte man uns empfohlen, offiziell bis zum Januar 2012. Ja. 200 Einheiten. Nein, 4000 Einheiten sollten wir mindestens als Erwachsene einnehmen. Und hier in dem Fall auch Omega-3-Fettsäuren wirken dann erst, wenn wir sie dosieren im Bereich von 2 bis 4 Gramm. Ja. Und wie war das Ergebnis? Additiv zum Statin. Schön. Wurde der primäre Endpunkt gesenkt um 25% additiv zum Statin. Satt. Und der sekundäre Endpunkt, kardiovaskulärer Tod und so weiter, Schlaganfall wurde gesenkt um 26%. Das ist stramm. Nein, davon erfährt der Patient draußen gar nichts. Das war jetzt mal ein kleiner Flug durch das Thema Statine, eine wunderbar wirksame Arzneimittelgruppe. Und wir haben beleuchtet, was für Probleme auftreten können im Q10-Haushalt, im Selenhaushalt, im K2-Haushalt, im Vitamin-D-Haushalt, im Haushalt der Omega-3-Fettsäuren. Und wer sich dafür interessiert, Sie können das weiterhin nachlesen in verschiedenen Fachbüchern. Auch vor allen Dingen in dem neuen aufgelegten Buch Arzneimittel als Mikronährstoffräuber. Und ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei dir, Jörg, und allgemein auch generell viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Und wie gesagt, die ganze Serie, wo wir das Problem der Wechselwirkungen von Medikamenten mit dem Nährstoffhaushalt beleuchten, sollte man sich mal ganz in Ruhe anschauen und sich vor allen Dingen auch anschauen, was nehme ich denn für Medikamente ein oder meinen Liebsten. Ja, Uwe, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht sollten Sie noch eines mitnehmen aus diesem eindrucksvollen Material. Man muss jede einzelne Indikation für eine Dauermedikation überdenken. Denn das ist ja nur das, was jetzt Uwe zusammengetragen hat. Sie müssen davon ausgehen, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Und von daher, akut kann man ein Medikament nehmen, aber auf Dauer sollte man das sicherlich nicht tun. Damit sind wir durch für heute und wir überlegen uns demnächst mal wieder was Neues zu bringen, Uwe. Ne? Alles klar, mach mal. Danke sehr. Viele Grüße aus Essen nach Wiesbaden. Ade. Bis dann, tschüss. Tschüss.